Hallo, also bevor ich jetzt auf das eigentliche Thema dieser Videorezension zu sprechen komme, muss ich mal eben kurz so ein bisschen ausholen, weil ich erzähle ja immer auch ganz gerne, wie ich überhaupt auf ein Buch gestoßen bin. Also meistens passiert es ja wirklich so, dass ich mir halt die Bestsellerlisten angucke und mir Rezensionen durchlese und so, aber es passiert natürlich auch sehr oft, dass ich von meinen eigenen Lesern Mails bekomme, wo dann drin steht, ich danke dir für die und die Rezension, ich habe das und das Buch jetzt auch gelesen und fand das auch super toll und im Gegenzug dazu möchte ich dir jetzt gerne auch einen Buchtipp geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich solche Mails dann in Anführungsstrichen hasse. Also eigentlich mag ich die schon, aber ich hasse das. Ich hasse es, wenn mir Menschen Bücher empfehlen. Ich weiß genau, das mache ich ja mit euch auch immer und ich weiß auch, wie schrecklich das ist. Also ich hasse das wirklich, wenn jemand sagt, Kossi, das und das Buch ist so toll und das musst du unbedingt lesen. Und ich hoffe dann die ganze Zeit, oh bitte lieber Gott, lass es mich schon kennen. Lass es mich schon gelesen haben. Da habe ich echt immer irgendwie total Angst vor, dass ich das Buch noch nicht kenne, weil dann kribbelt es mir so in den Fingern. Und ja, und dann will ich es halt auch lesen und irgendwie wünsche ich mir wirklich immer ein zweites Gehirn, so ein externes Gehirn irgendwie, was ich dann so auf das Buch legen könnte und ich könnte dann sagen, so liest du mal und sag mir einfach in ein paar Tagen, wie es war. Geht natürlich nicht, ich muss das Buch dann schon selber lesen, aber es ist eben so, ich bin da sehr schnell angefixt, also mit so Buchtipps kriegt ihr mich irgendwie immer, vor allem, wenn es dann wirklich noch gute Bücher sind. So, das aktuelle Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist mir nämlich auch empfohlen worden und zwar gibt es da den Jens, den kenne ich von Lovely Books, da bin ich ja auch sehr aktiv. Und ich habe auch schon mal mit ihm telefoniert, also dieser Mann liest eigentlich, glaube ich, fast noch mehr als ich. Und auf sein Urteil kann ich mich auch absolut verlassen und deswegen war ich dann natürlich auch so super kribbelig, als der mir eine Mail geschrieben hat. Ich habe mir die jetzt mal ausgedruckt und möchte euch das mal kurz vorlesen, damit ihr dann versteht, warum ich so angefixt war. Also er hat dann geschrieben, hallo Kossi, als Fan von Fitzek wirst du um das Debüt Trigger von Wulf Dorn nicht herumkommen. Der absolute Wahnsinn. Ich habe schon lange kein Buch mehr in einem Ruck gelesen und selbst das Schlafen darüber vergessen. Ja, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Wupp, zack, ich habe das Buch bestellt. Zwei Tage später kam es zu mir nach Hause. Und es ist wirklich so gewesen, dass ich eigentlich noch ein anderes Buch gelesen habe zu der Zeit. Aber ich habe das Paket aufgemacht und habe mir das Buch zur Hand genommen. Habe dann vorne ein, das nennt sich Quote von Sebastian Fitzek gelesen, also so ein Zitat, also er hat das Buch auch gelesen und hat dazu geschrieben, Dorn weiß, wie man den Leser an die schweißnasse Hand nimmt und ihn zu den Abgründen der menschlichen Seele entführt. Ja, war natürlich dann so ein zweiter Kick, ne, der mir irgendwie so gesagt hat, hey, das Buch musst du jetzt echt unbedingt lesen. Und ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit an dem Tag, habe dann aber angefangen, die erste Seite so zu lesen. Das mache ich oft bei Büchern, um zu sehen, komme ich da jetzt irgendwie überhaupt rein oder so. Und okay, ich habe dann die erste Seite gelesen und bin dann so, also im Stehen habe ich das gelesen und bin dann so mit dem Buch in der Hand ins Wohnzimmer gegangen und habe mich dann auf die Couch gesetzt und habe dann die zweite und dritte und vierte Seite gelesen. Und irgendwann lag ich dann, also in der Waagerechten, mit dem Buch in der Hand und ich war total gefangen in diesem Buch, musste dann leider nochmal aufhören, weil es gibt ja auch noch andere Pflichten, die man so zu erfüllen hat und ich habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass ich abends irgendwann nach Hause kam und ich konnte dieses Buch weiterlesen und ich habe dann echt bis 2 Uhr in der Nacht dieses Buch verschlungen. Und ja, konnte es wirklich überhaupt nicht weglegen. Ich habe sogar in der Nacht noch meine Rezension geschrieben und als ich hinterher im Bett lag, habe ich dann sogar schon die Worte geprobt, die ich euch dann irgendwie bei der Rezension erzählen will. Ich mache das immer so 2-3 Tage vorher schon, dass ich mir so im Geiste immer schon so überlege, was ich sage, weil ich ja nichts vergessen möchte. Das war die Vorgeschichte, also irgendwie 4 Minuten schon fast rum von der Videorezension, aber ich wollte euch einfach mal sagen, so ja, wie ich halt so an bestimmte Bücher komme. Und vielleicht sind dann die Video- oder die Empfehlungen, die ich halt von meinen Freunden jetzt bekommen habe, haben mich dann auch schon so ein bisschen getriggert, damit ich dieses Buch dann, wie gesagt, lese. Die Geschichte möchte ich nur ganz grob erklären, weil sonst würde ich da irgendwie zu viel verraten. Also es geht in erster Linie um Ellen Roth. Sie ist eine Psychiaterin und arbeitet in einer Klinik. Und eines Tages geht sie in so ein Krankenzimmer rein und findet eine Patientin vor, die total verwahrlost ist. Sieht aus, als wenn jemand zusammengeschlagen wurde und total verschüchtert. Und die sagt erstmal irgendwie kaum so ein Wort. Und Ellen Roth versucht aber aus ihr rauszubekommen, was mit ihr los ist. Und sie deutet dann eigentlich immer nur so ein paar Sachen an. Und unter anderem sagt sie dann, sie hat Angst vor dem schwarzen Mann. Das kennt man ja vielleicht noch aus Kinder. Spielen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Da gab es ja mal so ein Spiel oder so ein Spruch auch. Und
Ja, das ist das Einzige eigentlich, was Elnroth so aus dir rausbekommt. Und die Frau sagt dann auch noch, wenn der schwarze Mann dich findet, dann wird er auch hinter dir her sein. Irgendwie so. Und Elnroth denkt natürlich, okay, ich meine, sie ist in der Psychiatrie, dass da Menschen behandelt werden, die Probleme mit der Psyche haben, ist ja klar. Und ja, trotzdem ist sie verwirrt, weil sie findet auch eine Akte von ihrem Freund, der im Moment aber im Urlaub ist. Und der hatte in die Akte der Frau halt schon reingeschrieben, dass sie ein besonders interessanter Fall ist, weil er sich wohl auch schon mit ihr irgendwie unterhalten hatte und das ist alles sehr, sehr, sehr komisch. Und sie unterrichtet dann einen anderen Kollegen von dieser Frau und gemeinsam wollen die Frau dann in dem Krankenzimmer besuchen und jetzt kommen die dahin und die Frau ist weg. So, und irgendwie scheint niemand irgendwas von der Existenz dieser Frau zu wissen. Und Elnroth macht sich jetzt natürlich auf den Weg und denkt, die muss ja irgendwo sein. Ich habe die ja gesehen, ich habe mit der gesprochen und die ist irgendwie entführt worden oder abgehauen, keine Ahnung. Und sie versucht halt jetzt dem Ganzen so auf die Spur zu kommen. Und irgendwann klingelt auf einmal ihr Handy und sie hört eine Stimme, ja, die ihr dann sagt, du hast 2 Tage Zeit herauszufinden, wer ich bin. Also irgendwie, das ist halt dann dieser schwarze Mann. Und der macht immer so Andeutungen und so. Und natürlich hat Ellen jetzt total Angst. Also sie wird dann auch in so einen Wald gelockt, wo sie eigentlich immer joggt. Und dieser schwarze Mann weiß das also anscheinend, wo sie sich immer aufhält. Das heißt, der muss sie schon eine ganze Zeit lang beobachtet haben. Ja, und da geht es eben so drum. Das ist jetzt, wie gesagt, die grobe Story. Aber glaub mir, die ist so spannend geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also dieser Moment, wo es eigentlich aufhört, dass man weiß, man liest ein Buch. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also man schlägt die Seiten so um, aber man merkt das überhaupt gar nicht mehr. Also man hat wirklich das Gefühl, man guckt einen Film. Bei mir war das bei dem Buch ganz extrem so. Das ist wirklich so, also ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich halte wirklich ein Buch in Händen und lese Buchstaben, sondern ich gucke diesen Film dazu. Weil Wolf Dorn hat diese ganze Geschichte so bildhaft, glaubwürdig und psychologisch super gut recherchiert geschrieben, dass ich absolut eingetaucht bin. Also es war, wie gesagt, ich habe den Rest ja wirklich mitten in der Nacht gelesen und meine Katze, die springt schon mal gerne auf meinen Bauch, wenn ich lese und legt sich dann da so hin. Und ich habe echt fast einen Herzinfarkt bekommen, als Jerry dann irgendwann auf einmal auf mich drauf sprang. Ich habe mich so erschrocken. Und das, also ich bin echt schon hart gesotten, was Thriller angeht. Und ich lese die ja auch gerne, wenn die blutig sind und eben super spannend und so. Aber ich bekomme eigentlich kaum Angst, wenn ich Bücher lese. Bei dem hatte ich aber Angst. Echt, ich habe mich manchmal so umgedreht. Natürlich konnte keiner hinter mir sein oder neben mir oder wo auch immer. Aber ich habe mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt und habe gedacht, also ist schon irgendwie krass, weil, wie gesagt, es war ja auch mitten in der Nacht, als ich das Buch gelesen habe, und ich habe schon ein bisschen Angst bekommen, weil dieses ganze Buch besteht auch eben aus Angst, also Angst und auch Vertrauen und Misstrauen und sowas, das spielt alles eine Rolle in diesem Buch, und Wolf Dorn hat es auch geschafft, medizinische Begriffe, psychologische Begriffe einzubauen, die man erstmal, ich jetzt als Laie zumindest, nicht kennt, die aber gut beschrieben werden. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man muss in so einem Medizinlexikon nachgucken, um zu sehen, was das und das bedeutet. Also es ist schon so, dass man das Buch auch wirklich versteht. Und man kann diese wirren Gedankengänge von psychologisch kranken Menschen vielleicht dann auch irgendwie nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht allzu viel darüber verraten, nur, dass es ein absoluter Page-Turner ist. Und ich kannte Wolf Dorn vorher gar nicht. Ich habe natürlich dann auch recherchiert, der hat eine super tolle Internetseite, da gibt es auch so einen kleinen Trailer, wo er über das Buch spricht, müsst ihr euch unbedingt auch angucken. Und für mich ist ganz klar, also neben Sebastian Fitzek, der ja für mich auch der Gott ist, was deutsche Thriller-Autoren angeht, hat Wolf Dorn auf jeden Fall einen Platz in meinem Bücherregal gefunden. Ich bin jetzt schon gespannt drauf, auf sein nächstes Buch, was irgendwann in einem Jahr erscheinen wird. Ich hasse es immer, wenn es irgendwie so lange dauert. Warum können so gute Autoren nicht gleich irgendwie 5 Bücher hintereinander auf den Markt schmeißen? Dann wäre es irgendwie einfacher für mich. Ja gut, also ich hoffe jetzt, dass ich euch genauso angefixt habe, wie der Jens mich damals bei Lovely Books. Ich hoffe natürlich noch mehr, dass euch das Buch dann auch wirklich genauso gut gefällt wie mir. Ihr müsst es auf jeden Fall lesen und vor allem, wenn ihr Sebastian Fitzeks Bücher gut findet, dann könnt ihr mit diesem Buch überhaupt gar nichts falsch machen. Und wenn ihr weder Sebastian kennt noch Wolf Dorn, dann wird es Zeit, dass ihr endlich mit den beiden anfangt. Wirklich. Also ganz tolle deutsche Autoren, die ich euch ans Herz legen kann. Und Wolf Dorn, super tolles Debüt, bin begeistert und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich wünsche euch wie immer viel Lesevergnügen und vor allem viel, viel Spannung. Bis zum nächsten Mal.